Tagebucheintrag 247. Schwer und ächzend schleife ich mich durch die schwarzen und verstaubten Gänge, in denen meine schlürfenden Schritte bis nach draußen in die Wälder hallen, wo das Unheil wartet, welches mich hierher gejagt hatte und welches nun geduldig darauf wartet, dass ich wieder herausgekrochen komme. Dort wartet es auf mich und träumt von meinem Fleisch, welches es mit seinen messerscharfen Zähnen genüsslich von den Knochen schaben mag. Das Atmen fällt mir schwer, doch hier bin ich sicher, sicher vor ihnen und ihren Schreien, die das Fleisch durchbohren, wie die eiserne Spitze eines Pfeiles. Durch ein halb vernageltes Fenster sehe ich sie, ihre knochig dünnen und blassen Körper, die über dem Gras schweben. Die meiste Zeit über sind sie regungslos. Allein die langen weißen Tücher, die ungenügend ihre stabheuschreckenartigen Körper bedecken, wehen wie Fahnen im Wind. Ihre kleinen Köpfe mit den puppenartigen Gesichtern sind von hier aus nicht zu erkennen, denn große Sonnenhüte aus Stroh überdecken diese komplett. Doch allein ihr grässlicher Anblick genügt, um in mir das Gefühl panischer Angst auszulösen, weswegen ich meinen Blick von den reglosen Körpern abwende und nach einem Platz zum Schlafen suchen werde. Ich werde dazu einen Raum suchen, in dem es nicht bis zur Decke nach Staub, Schimmel und Zerfall riecht. Ich weiß immer noch nicht, wie ich an diesen Ort gekommen bin, aber so langsam verliere ich die Hoffnung, diese Welt einst wieder zu verlassen. Ich erinnere mich noch schwach an eine alte Asphaltstraße unter riesigen Bäumen, doch die Erinnerung wird mit jedem Tag schwächer, so wie ich auch jeden Tag schwächer werde. Der Traum von der Schönheit des Frühlings ändert sich allmählich in eine Nachtmare von Abenddämmerung und Nacht, denn andere Tageszeiten scheint es hier nicht zu geben. Auch das dauerhafte Bestehen eines warmen Klimas und einer ausgeprägten Flora sowie die außergewöhnliche Fauna, die dieser Ort beherbergt, überzeugen mich Tag für Tag mehr, dass ich nicht mehr in der realen Welt, sondern in einem bizarren Albtraum gelandet bin. Und es ist ungewiss, ob ich aus diesem erwachen werde, oder ob am Ende nur mein sicherer Tod in diesem lauert. Ich verfasse diesen Anhang in dem Wissen, dass es mein letzter Eintrag sein wird, denn draußen, auf dem von Trümmern übersäten Hof, lauert er. Es war eine der schwebenden Geisterschrecken, welche mich mit einem Schrei aufweckte, der mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Doch erblickte ich keines der Monstren, sondern ein anderes Tier, welches in einer entfernt menschlichen Stimme »Hallo« rief. Mit großer Freude sprang ich auf, in der Hoffnung, einen anderen Menschen zu treffen. Doch was ich auf dem Hof erblickte, war alles andere als ein Mensch, sondern ein 2 Meter großer, sandgelber Dachs mit einem langen Knochenschädel, aus dem rote Augen geradezu diabolisch blitzten und mich zu meinem Unglück sogleich erblickten. Ich höre bereits seine Klauen über den Boden schleifen und zwischen einem tiefen Gurgeln ruft eine zarte Stimme meinen Namen. Evelyn hatte mir schon so viel vom Menschenfresser erzählt, doch ich hatte ihr nie geglaubt, sie sogar
ausgelacht. Und nun ist es zu spät, um sie nach Verzeihung zu fragen. Denn jener Menschenfresser guckt bereits durch meine Tür. Nun, dies war ein kleiner, spontaner Einfall meinerseits. Und ich kann jetzt aufhören, so zu reden. Also, einerseits wollte ich einfach mal wieder was hochladen. Und andererseits habe ich ja neulich einen Song gemacht. Es wird bald auch wieder ein Album geben. Und ich wollte ihn einfach austesten, wie er zu einer Gruselgeschichte passt. Nun, ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen und wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise hören. Ciao.